klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Wie es uns nur zu bekannt ist, sind Lügen Kreationen des Teufels. Das ist der Geist gegen Gott, der immer lügt, täuscht, Irrtümer bringt. Und da sehe ich, kann ich mir sehr gut vorstellen, eine Lüge, die der Teufel erzeugen möchte über die Zurückbleibenden nach der Entrückung, wo man sie dann so darstellen möchte als, ach, ist das nicht schade, dass ihr zurückgeblieben seid? Das ist aber doch irgendwie Gottes Fehler. Der hätte euch mitnehmen müssen. Und auch eure Kolleginnen, die entrückt wurden, die klugen Jungfrauen, die waren nicht wirklich lieb zu euch, dass sie euch nichts von ihrem Öl gegeben haben. Sie hätten es doch wenigstens versuchen müssen. Und Gott selbst hätte doch wenigstens in Anmerkung nehmen müssen, dass ihr doch so etwas Interesse an ihm gehabt hattet, dass ihr wart doch nicht so ganz entfernt, also etwas muss er euch doch gekannt haben, dann hätte er doch so ein bisschen das verändern können, dieses ich kenne euch nicht am Ende, das kann man doch gar nicht so auf euch auch so vollgültig machen. Oh nein, ihr seid da irgendwie Opfer geworden, Opfer der Lieblosigkeit von den klugen Jungfrauen. Oh ja, und sogar Opfer von einem Gott, der euch nicht so lieb gehabt hat, dass er euch nicht euer Herz derart umgestaltet hätte, wie es sich dann hätte gehören müssen. Ach ja. Ihr armen Zurückgebliebenen, ihr seid halt Opfer. Ihr seid irgendwie unschuldig. Und genau das ist verlogen. Nein, nein, nein. Die Entrückung wird so etwas von gerecht sein, gut sein. Das ist wieder Gott selbst. Er macht da keinen Fehler oder keine, ach ja, hätte ich mal ein Auge zugedrückt, hätten viel mehr entrückt werden können. Nein, 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 so funktioniert Gott nicht. Gott kennt dein Herz und er wird die Entrückung als ein Siegel auf dein Christenleben setzen. Bist du dabei? Bist du ein echtes Gotteskind gewesen? Ganz herzlich. Voll von seinem Geist. Bist du zurückgeblieben? Ist dies der Beweis, authentisch, klar und eindeutig, da gibt es nichts zu rütteln, du warst disqualifiziert durch dein eigenes, böses, egoistisches Wesen. Und das muss mir klar werden. Ein so wunderbarer Beweis von echtem Gottesbezug, von wirklich innigster Jesusverbundenheit wird den klugen Jungfrauen zuteil. So ist es richtig, treffend, wahr, wahrhaftig, in Ordnung. Und dabei kann ich mir getrost auch denken, dass nicht ein einziges von diesen egoistisch fetten Schafen je bei der Entrückung dabei sein kann. Das geht gar nicht, das widerspricht sich, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil gerade diese ihre eigene Stärke ist ja die Hinderung, sodass sie nicht eingehen und sodass sie Gottes Liebe in Wirklichkeit unbekannt bleiben. Und auf der anderen Seite werden es in sich selbst Bedürftige, magere Schäflein sein, die in sich verloren sind, die die Hilfe des wunderbaren Hirten so nötig haben. Sie sind die, die bereit sind. Sie sind die, die der Herr innerlich fertig macht durch sein Wirken in ihrem Leben. Sie sind, wie es gesagt wird, von Nikodemus ein Mann, in dem kein Falsch ist, weil sie mit dem Geist der Wahrheit in ihrem persönlichen Christenleben zusammengelebt, zusammen in Harmonie gewesen sind, sodass sie als
abgemagerte Schafe des Fleisches, Schafe des Egoismus, abgemagert und benachteiligt und entledigt sind, Gott sei's gedankt, so haben sie dieses nötige, federleichte Gewicht, um ohne irgend dieses schlechte Gewissen der Zurückbleiber behaftet zu sein, sondern ganz im Gegenteil mit so einer Jubelfreude des Komm bald, ich freue mich. Mein Gewissen klagt mich nicht an über irgendetwas in meinem Leben, was da verkehrt war. Ich habe es in Ordnung gebracht. Mein Gott, vor dir und mit dir habe ich Reinigung gelebt, Heiligmachung. Ja, und deshalb habe ich Frieden. Frieden auch in der Zuversicht dessen, dass du um deinetwillen mich mitnehmen wirst. Es löst sich diese Spannung und Verkrampfung von, oh, ich habe nicht alles recht gemacht und oh, ja, auf was vertraust du denn? Der Egoist vertraut immer nur im Grunde auf sich und muss darauf zurückgreifen und hat dann das schlechte Gewissen und bleibt zurück, weil er ja doch nicht vollkommen sein kann. Wer kann vollkommen sein? Der Jesus Christus vom ganzen Herzen liebt. Er wird vollkommen sein, weil Gott das in ihm möglich macht, was kein Mensch aus sich selber heraus tun kann, weil er sich so anschmiegt an seinen geliebten Herzenskönig. Das ist so einfach und so logisch. Dieser Trennungsmechanismus von Gott wird beschrieben, was fett und stark ist, will ich vertilgen und will es weiden mit Gericht, mit dem Urteil des, du bleibst mir zurück, du bist zu fett, du bist zu aufgebläht, du bist zu stolz, du bist zu voll von dir selbst, so kann ich dich niemals mitnehmen, weil du mir unbekannt bleibst für mein Herz. Schreckliche Worte, furchtbar hart. Ist das von dem Gott der Liebe denn angebracht, sowas überhaupt auszusprechen? Er weidet sie mit diesem Gericht des Zurückbleibens. Schrecklich, grauenhaft. Gut und gerecht. Warum? Weil ihr genau mit diesem behafteten alten Wesen seid es die Drängler, die andere weggestoßen haben, die anderen Leid zugefügt haben, die nicht wirklich die Religion für die selbstlose Liebe verwandten, sondern für ihr altes, fauliges, böses Wesen. Und jetzt? Mit dieser Vorbildlosigkeit, mit dieser Halbherzigkeit, mit diesem scheinheiligen Getue von Heuchelei, wart ihr für Gott vertilgungswert. Ich werde euch abtun. Ich werde euch gegen die Wand des Zurückbleibens laufen lassen. Und das ist fantastisch, das ist gut so, weil es so gerecht und es stimmt so mit allem, was ich in der Bibel über den gerechten, wahrhaftigen Gott erfahre, überein. Das muss so sein, das kann nicht anders sein. Die fetten Schafe müssen zurückbleiben, um zu begreifen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, so bleibt es, ich ändere jetzt mal den Vers so ein wenig, es bleibt, das Weizenkorn bleibt dann zurück, es wird nicht mitgenommen, wenn es aber erstirbt. So wird es, sage ich jetzt mal so, sicher entrückt. Die Personen, die Weizenkörner, die in die Erde hineinkommen, die willig sind in ihren Erdenleben, dieses Absterben, dieses in mir selbst aufhören.